Easy! 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 Wait, 兄弟, 你被骗了。 如果你用一听我会告诉你的事情, Don't do it. Don't fucking do it. Stand down. Stand down. Son of a bitch did it. But what now? There's still a lot of Chinese soldiers out there. They know it's him. They'll get the word. It's Chang. They have a warship north of us. That son of a bitch, he's gonna bury the truth and everyone with it. Can we strike it? We got nothing, nothing left. Not even C4? No shortage of C4, but what the hell are we gonna do with that? Give me a rib and all the goddamn C4 you got left. You can't be serious, Irish. We are. Absolutely, sir. All right, Pack. Show him. Wrecker, Irish, come with me. Hannah, are you sure about this? Jinjian. 你身体健康? Godspeed. Eine Selbstmordmission. Listen up. I want a rib loaded with C4, hooked up and ready to go now. Hurry it up. We're on our way. Versenke Changs Kriegsschiff. On his good days. You sure you're not married to him? I'm married to what he stands for. So, bevor ich weitergehe und irgendwas auslöse. Naja, okay, wir kommen rein, bringen uns nicht um. Sind im Endeffekt die moralisch Besseren im Gegensatz zu uns, wie wir gerade eben da reingestürmt sind in die Mensa oder Cafeteria und da alle umgelegt haben. Aber dass er dann sofort das halbe chinesische Militär überzeugen kann, indem er sagt, ja, ich lebe noch. Naja, ich weiß ja nicht. Egal, sind wir mal nicht so kritisch. Wir gehen mal nach vorne auf unser RIP. RIP im doppelten Sinne wahrscheinlich. Ever wish things could be different? Sure, of course I do. Until they are, gotta keep fighting. You are right with me, Hannah. So, dann gehen wir mal dazu. Aber wieso müssen wir jetzt zu dritt fahren? This is for you, Sergeant. You're not coming back? You're staying alive. It's an order. We'll live. You keep the Valkyrie afloat until we get back. Hurrah! Genau, wir leben und wir sind natürlich die, die mit einem verdammten Boot auf ein Kriegsschiff zufahren. Und wir sind mit C4 gefüllt. Ich fahre mal ein paar Schlangenlinien. Ich weiß nicht, ob gezielt wird oder ob das alles eh gescriptet ist. Kann man so schwer unterscheiden hier bei BF4. Ah, die Wellen sind so geil. Was passiert, wenn ich einfach geradeaus fahre? Werden wir getroffen? Nö. Mach ihn fertig. Schön. What the fuck? Was ist das jetzt passiert? Den Übergang in die Skriptsequenz habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja komm, klatsch den Kack da dran. Das wird eh wieder so eine Geschichte, dass... Puh, was war das jetzt? Ha, Magie. Ich kann ihn verschwinden lassen. So eine Geschichte, dass der Fernzünder nicht funktioniert oder so. Irish.
Don't worry. You're pretty secure. Yeah, right. They're made in Sweden. Oh, that feels so much better. Made in Sweden, because DICE und so, ne? Entwicklerstudio ist aus Schweden. Naja, wenn man es erklären muss, ist es nicht mehr gut. Ja, geil, die Battlefield-Melodie im Hintergrund. Fortress, this is Tombstone 3. We're in position and ready to blow shit up. What's your status? Over. We're almost done for, so send it to hell. Hannah, hit the switch. Red, something's wrong. There's no connection. Wrecker. Fuck, give it to me. We gotta go back down. Okay, well, only one of us needs to go. Wrecker, do you have another one of those C4 charges? Good, give it to me. You are not risking your life, Hannah. I'm Irish, remember? The lucky one. Give it to me, Wrecker. Wrecker, I risk my life for my country every day. Give me the charge. Your country needs you alive, Hannah. You are not going down, period. Come on, Wrecker. Jin-Jin, everyone on that ship are dying as we argue. Give me the charge, Wrecker. My goddamn ship, Hannah. Come on, buddy, do or die. Make a decision, Wrecker. Come on, Wrecker, you decide. Oh my God, Valkyrie's gone. We blew it. Listen to me. You can sink ships, you can wipe out people. You can't kill an idea. Okay? We're survivors. We're survivors, Tombstone. Tombstone, this is Gatekeeper. We have regained control over Suez. Have you found anyone down there? Negative, Gatekeeper. No survivors. Correction. You're the only ones left. Das war also das erste Ende. Nicht lange genug, also zu lange gewartet, eine Entscheidung zu treffen. Die anderen beiden Enden sind dann ja klar. Wir schicken einmal Hannah, einmal Irish runter. Ich wollte an dieser Stelle erstmal warten, weil ich dachte, es kommt noch eine Möglichkeit, dass ich selbst runtergehe. Such peace, simplicity. Yeah, I had an uncle. Uncle Jay. He showed me everything there was to know about going into the backcountry. I thought you were a city boy. Hell yeah, through and through. My uncle, he wasn't from the city. Carolina boy. Got out long ago. Where's he now? He's not with us. I'm sorry. Yeah, well, you know. Naja, während die da ihre Geschichten im Hintergrund erzählen, setze ich mal meinen Monolog fort. Wie gesagt, ich dachte, ich kann da selbst runtergehen, dass so eine Option auftaucht, dass sie praktisch dann, keine Ahnung, zweimal hin und her argumentieren und dann Wrecker doch mal irgendwie den Mund aufmacht, was er ja die ganze Zeit nicht gemacht hat. Er ist ein stummer Hauptcharakter. Was ich ja schon mal bemängelt hatte, das finde ich nicht gut, dass er nichts sagt. Ja, ansonsten war ein bisschen obvious, dass der Fernsehsender nicht funktionieren wird. Das war irgendwie von vornherein klar. Und dann dachte ich halt, dann können wir selbst runtergehen, weil wenn ich jetzt unter uns dreien hätte wählen müssen, hätte ich natürlich mich genommen, weil Irish hat ja erzählt, er hat Familie in Amerika und Hannah ist für die chinesische Friedensbewegung wichtig. Und wir sind halt der Kerl, über den man nichts weiß, der nichts sagt, wo ich überhaupt keine Probleme hätte, den Protagonisten einfach zu opfern. Wenn ich einen von den drei wählen würde, wäre es Wrecker. So, in dem Fall haben wir einfach mal zu lange gewartet und die Valkyrie inklusive Pack und Chinche und alle anderen Leute, die noch da drauf waren, die wurden leider vernichtet. Warum auch immer die Amerikaner dann praktisch direkt danach die Kontrolle über den Suezkanal wieder gewinnen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich dachte, wir sind die einzigen, die noch übrig sind, um das irgendwie zu verteidigen. Weil, sagte man ja selbst, die Valkyrie ist das letzte Schiff, das da hinkommt.
Naja. So, ja, die Credits gucken wir uns auf jeden Fall noch weiter an. Da sieht man mal, wie viele Leute da mittlerweile arbeiten an so einem Blockbuster-Titel wie Battlefield. Und währenddessen können wir noch ein bisschen über die Singleplayer-Kampagne reden. Also ich fand's nicht schlecht, es hatte ein paar gute, ja, würde ich sagen, ein paar gute Momente. Sowas wie... Aha, ein Next-Gen-Team, interessant. Sowas wie... Ja, ich weiß nicht. Ist halt schwer zu benennen. Das sind immer so kleine Sachen, die nur herausstechen. Also grafisch natürlich top, ist klar. Vom Gameplay her finde ich es auch super. Besser als der Multiplayer vom Gameplay her. Dann sind noch teilweise gute Dialoge dabei gewesen, wo man abends nochmal geschmunzelt hat, was jetzt nicht ganz so klischeebehaftet war. Die Charaktere fand ich eigentlich gut. Also Wrecker, wir waren halt so ein blasser Typ, ne, austauschbar wie jeder andere auch. Aber ich finde gerade Irish und Hannah, die wurden gut gezeichnet. Von daher hätte man da vielleicht mehr aus dieser Beziehung machen sollen, dass man halt in dem Squad auch mal Pack und Wrecker nochmal ein bisschen mehr einführt. Finde ich ein bisschen schade, Pack ist auch ein sympathischer Kerl gewesen. Hat man leider relativ wenig über erfahren. Okay, war auch die Hälfte der Kampagne nicht da. Aber ansonsten, ja, fand ich eigentlich gut. Besser als erwartet. Wobei ich sagen muss, ich habe mir wirklich nichts davon erwartet. Natürlich klischeebehaftet ohne Ende. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass sie versuchen, COD zu kopieren. Und wenn es nach mir geht, dann braucht man halt so eine Kampagne nicht zu machen bei einem Battlefield, weil ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Stunden im Singleplayer, wahrscheinlich etwas mehr, weil ich die ersten Missionen mehrmals gespielt habe, weil ich auch die ein oder anderen Fehler hatte, wie zum Beispiel mit dem Speicherpunkt, wo ich eine Mission wiederholen musste. Aber ansonsten, ich denke mal, so 6-7 Stunden war ich jetzt dabei. Wenn man es durchzockt, hat man die, ja, 4-5 Stunden oder so, dann ist man da durch. Ja. War natürlich kurz im Vergleich zum Verhältnis oder im Vergleich zum Multiplayer-Anteil. Was man da an Zeit reinballert, ist das Verhältnis natürlich echt krass. Ich meine, ich habe jetzt schon irgendwie im Multiplayer mindestens die fünffache Zeit verbracht. Aber war trotzdem gut. Kann man noch mehr draus machen? Das ist jetzt nicht die Frage. Ich meine, dieses Jahr war Bioshock Infinite, ja, und dann hast natürlich schon mal für so einen Shooter eine andere Story-Ebene als das hier. Das ist halt schon... Ich würde mich zum Beispiel mal freuen, wenn man nicht aus der Perspektive von Amerika gegen Russen und Chinesen kämpfen würde, sondern vielleicht mal irgendein anderer Krieg, der ausbricht, wenn man schon mal auf die jetzige Zeit den Krieg immer wieder auslegt. Ich meine, Weltkriegs-Shooter sind ja so jetzt erstmal wieder out. Und wenn man die jetzige Zeit nimmt, dann muss man halt mal ein paar Konflikte erfinden. Ich meine, wenn man sich die letzten EA-Spiele anguckt, gegen wen kämpft man da? Iran? Russen? China? Ja. Irgendwie alle so obvious Feinde. Warum nicht mal so, hey, Kanada ist uns in den Rücken gefallen oder so? Da könnte man dann mal eine etwas andere Story draus machen als dieses, ah, guck mal, jetzt dies und das. Und dann müssen wir noch die Klischeebombe reinbauen und dann die Klischeebombe. Und da sind da halt auch so Sachen drin, die keinen Sinn ergeben. Wie zum Beispiel, interessant, BioWare hat auch daran mitentwickelt, wusste ich gar nicht. Wie zum Beispiel beim Damm. Ich meine, wer ist so dämlich und bleibt auf dem Gerüst stehen, was an den Damm angeschlossen ist? Und der Damm bricht ein. Ich meine, ich kann auch eins und eins zusammenzählen, egal wie dämlich ich bin. Der Damm stürzt auf das Gerüst. Was passiert da mit dem Gerüst? Ach, das Gerüst, das müsste ja auch einstürzen. Weißt du, so ungefähr. Aber nein, wir merken das ja nicht. Und oh, auf einmal stürzt das Gerüst ein. Was für ein Wunder. Genauso wie halt vorhin die Szene mit der Tür. Wir sind 2 Minuten... vorher in den Raum reingestürmt, haben alle getötet und wir machen dann einfach die Waffen auf Anschlag und dann die Tür auf.
Ich meine, wenn wir vorher alle die Waffen abgelegt hätten und die anderen schon mal mit erhobenen Händen da gestanden hätten und ich dann die Tür so geöffnet hätte, dass ich nicht auf sie zulaufe. Oder so. Ja, so wirklich so mega passiv geöffnet. Dann, okay, aber nicht, wenn die da alle mit Waffen stehen. Ich meine, die hätten uns so platt gemacht, ja? Die hätten uns so kaputt geschossen. Und auch, dass dann einfach der Kerl dann so sagt, ha, dies, das. Freiheit. Und dann sind die Soldaten auf einmal voll pro. Verstehe ich auch nicht ganz. Generell blicke ich die Story nicht so, dass das alles so wir. Ich meine, das sind ja dann Soldaten von diesem Chang, ja? Und dieser Chang hat es ja offensichtlich auf Chin-Chi abgesehen. Ich meine, deswegen schickt er die ja auf das Schiff. Nicht nur um die Amerikaner zu töten, sondern auch um den endgültig vernichten zu lassen. Das heißt, diese Soldaten kämpfen ja für den Kerl, der gegen den Kerl ist, von dem sie später überzeugt werden. Also sind das entweder irgendwelche Söldner, die überhaupt nicht nach ihrem eigenen moralischen Maßstab handeln und einfach so für einen Chang sind. Oder keine Ahnung, es ergibt halt keinen Sinn. Dass er dann einfach mal die Teile der Armee so, ach, guck mal, ich lebe noch. Das ist halt nicht realitätsgetreu, wenn man schon irgendwie... Naja, vielleicht ist das so. Ich habe irgendwo gelesen, dass das angeblich in 2020 spielen soll. Vielleicht ist die Welt in 7 Jahren ja so, dass dann irgendeiner als Messias hervorgeht und sagt, yes, we can. Ach nee, warte, sowas gab's doch schon mal. Tja, läuft immer noch durch. QA Romania Test Leaders. QA Quality Assurance, also Qualitätssicherung. Da haben sie im Singleplayer gute Arbeit geleistet. Also Bugs hatte ich so eigentlich kaum, ne, wenn man mal überlegt. Der eine lustige Bug mit der Leiter. Da kann man drüber hinwegsehen. Da haben wir herrlich drüber gelacht. Ich kann nicht mehr reden, ey. Ja, dann halt der Bug, dass mein Speicherstand irgendwie defekt war und ich deswegen die Mission einmal neu spielen musste, die vorletzte. War natürlich nicht ganz so toll, aber hey, immerhin. Lief es ansonsten bugfrei. Und das, was wir vorhin hatten, als dann Irish das Ding da festgemacht hat am Schiff. Mein Gott, das war jetzt nichts Schlimmes. Das war irgendwie so, dass das Charaktermodell, wenn man nicht mehr den Rumpf des Körpers sieht, dass dann das ganze Charaktermodell ausgeblendet wird. War jetzt nicht schlimm. Ja, Multiplayer ist ja wesentlich verbuggter. Ich fand's gut. So, was ich jetzt gerne wissen möchte, und ich weiß nicht, ob es dazu Informationen gibt, wie viel Geld hat das gekostet? So, Singleplayer im Verhältnis zum Multiplayer und wie viel Zeitaufwand haben sie reingesteckt in den Singleplayer und wie viel im Multiplayer? Das würde mich mal interessieren. Weil Battlefield ja gerade für den Singleplayer ziemlich krasse Wertungsverluste irgendwie gekriegt hat, weil man so, ach ja, Battlefield ist eigentlich ganz gut, aber der Singleplayer ist scheiße liest. Das ist voll oft so. Ja, dann sagen die, ja, wir würden ja eine 90 oder 95 geben für den Multiplayer. Aber das ist ja noch ein Singleplayer-Spiel. Zu einem gewissen Teil. Also geben wir 75. Die Wertung ist natürlich völliger Schwachsinn, weil... Ich hoffe, ich beleidige jetzt keinen, aber ansonsten... Es ist halt so gemeint. Wer ist denn bitteschön so intelligent und kauft sich Battlefield nur für einen Singleplayer? Ich meine, du kaufst dir Battlefield für einen Multiplayer. Und kriegst dann den Singleplayer praktisch gratis mit dazu. Wobei, du kriegst ihn auch nicht gratis mit dazu, denn wenn es keinen Singleplayer geben würde, dann würde es mehr Multiplayer-Karten geben. Und ich hätte lieber mehr gratis Multiplayer-Karten. Weil Multiplayer halt zeitlich mehr ist. Ja. Ich glaube, das Ding geht nicht mehr zu Ende hier, wa? Aber es ist meine Tradition, ich lasse die Credits am Ende durchlaufen. Ich meine, das sind Leute, die haben viel Arbeit investiert für dieses Spiel. Ich habe mir dieses Spiel gekauft. Ich habe es für euch gespielt. Ihr habt es nicht gespielt. Ihr habt es euch vielleicht nicht gekauft. Aber ihr sollt trotzdem mal die Namen gesehen haben, all der Männer und Frauen, die da beteiligt waren an diesem wunderbaren Projekt. Also alles, was ich jetzt zu meckern habe, ist noch meckern auf hohem Niveau. Wenn ich da COD irgendwie bewerten würde, dann würde sich das nochmal anders anhören. Ich fände es zum Beispiel auch mal schön, wenn vielleicht DICE als... Ja, wobei...
Da ist das ja ein schwedisches Entwicklerstudio und wird ja von EA gepublished. EA ist ja ein amerikanisches Unternehmen. Ich fände es mal interessant, wenn die einfach mal eine Story machen würden aus der Sicht von der schwedischen Armee. Warum denn nicht? Dann in Kooperation mit Crytek macht man ein Cryfield 5, wo Deutschland gegen Schweden kämpft. Ja. Crazy idea, I know. Tja, ich lasse das jetzt einfach ein bisschen weiterlaufen für die Leute, die es noch interessiert und sich das angucken möchten. Und in der Zwischenzeit mache ich eine kleine Pause und dann spiele ich gleich noch die anderen Enden, die es dann in einer kleinen Extra-Folge gibt. Also morgen dann nochmal was, ne? Bis dann. Und falls euch die anderen Enden nicht interessieren, danke fürs Zuschauen. Es hat mir Spaß gemacht, dieses Spiel für und mit euch zu spielen, auch wenn es zwischendrin Probleme gab. So, bis dann. Tschüss.